Wir haben es ja schon oft genug geübt, wenn hier jemand steht und ich sage dann, komm mit oder ich habe einen Bonbon, was macht ihr dann? Weg, also noch weg rein. Nee. Wegrennen. Also erstmal gehen, wenn er euch. Und wie gehst du weg? Jetzt ist aber ein Punkt und da können wir alle irritiert sein und das ist jetzt auch wichtig für die Eltern. Ich wäre ein Fremder und ich würde dich mit Namen ansprechen. Hey Nikolas, komm mal her. Wie würdest du reagieren? Ja. Steh mal gerade auf, bitte. Du bist jetzt hier. Moment, Stefan, ich stell dich mal hier hin. So, ich mach's jetzt nicht mit Namen, wenn die Kamera mitläuft. Ich spreche dich jetzt mit Namen an. Hallo Dingsbums. Ich weiß normal, wie du heißt, gell? Hallo Dingsbums. Komm mal mit, dein Vater hat gesagt, ich soll mitkommen. Du sollst mitkommen. Und das Problem ist nämlich, dass, wenn ich dich mit Namen anspreche, dass ihr genau das macht, was er eben gesagt hat. Ihr überlegt erstmal, ist er ein Freund oder ist er ein Onkel? Natürlich ist das Ablenkung. Guck mal, kommst du noch mal? Wenn ich jetzt einfach komme und sage, komm, ich habe einen Bonbon, komm mit. Nein, das nicht. Okay, oder noch mal. Ich wüsste jetzt deinen Namen. Hallo Dingsbums, du. Und dann haben wir. Ja, Stefan? Aber manche Leute kennen den einfach mal. Ja, das ist ja das Problem. So, und jetzt ist aber, woher können die denn eure Namen wissen? Ja? Internet von anderen Kindern. Im Internet von anderen Kindern gehört. Ihr spielt miteinander, er ruft deinen Namen, ich krieg das mit. Und dann rufe ich dich 5 Minuten später auch mit dem Namen. Oder wo noch? Ja? Bei Freunden spielen. Bei Freunden spielen, wo noch? Es kann, Achtung Eltern, es kann auf dem Ranzen hinten draufstehen, auf dem Schulranzen. Schulranzen hinten extra die Felder, wo man den Namen draufschreiben kann, damit man weiß, wem der ist. Oder irgendwelche Namensschilder irgendwo. Oder auf dem Auto steht hinten drauf, Sebastian an Bord oder sowas. Ja. Und dann steigst du aus und dann weiß ja jeder, da ist ein Sebastian drin. Ihr wisst jetzt, Eltern wissen, Achtung mit Namensschilder, Achtung mit Namen nach ausgeben, ist das eine. Das nutzt nichts, wenn ich nur auf, wenn ich bei Facebook aufpasse, oh, mein Kind soll nicht veröffentlicht werden, dann habe ich hinten auf der Windschutzscheibe draufstehen, Sebastian an Bord oder sowas. Das machen wir nicht. Und ihr müsst wissen, wenn euch jemand mit Namen anspricht, heißt es noch lange nicht, dass er euch kennt. Ja. Und damit kann man euch aber im Moment noch ablenken. Das üben wir, das Ganze üben wir jetzt mal mit Namen. Setzt euch alle in eine Reihe. Los geht's, wir machen es direkt. Ja, lecker. Und ihr wisst Bescheid. Ja.